natürlich ist Musik wichtig und da habe ich immer diese Box. Ich habe mehrere davon, aber die ist ganz niedlich, weil die auch gleich Licht macht. Dann für meinen Schrank, den ich nächstes Jahr nochmal umbauen möchte, habe ich hier diese Klammern, wo man, weiß ich, Handfeger Müllschippe oder auch Kochgeschirr drin anhängen kann. Also ich kaufe das immer alles gerne bei Teddy. Wo kaufst du deins immer so gerne, so dieses Schnickschnackzeug? Ja, dann habe ich mir mal ganz neu bei Wish habe ich die diesmal bestellt, die gibt es auch bei Amazon. Ein guter Freund von mir, der hat damit die Gardinen von seinem, der hat keinen T4, der hat so einen Caddy ausgebaut. Damit macht er die Gardinen fest oder Handtücher oder so. Die sind doch sehr stark. Die Magnete. Hier habe ich nochmal kleine. Hat zwar lange gedauert bei Wisch, aber naja, ich dachte schon, die kommt nicht her. Kann man doch viel machen. Wie gesagt, das sind hier die größeren. Sind natürlich noch stärker. Vorfreude, wenn es nachher wärmer wird, dass mein Gift hier wieder zu kaufen. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Davon habe ich mir zwei gleich gekauft. Die habe ich auch bei Wish bestellt. Es gibt natürlich auch schönere, aber auf den Zweck komplett. Einer kommt hinten und einer vorne rein. Das ist jetzt mal ein bisschen Schnickschnack zum Verzieren. Der Lüftungsstütze markiert, ob das funktioniert. Bin selber gespannt. Wichtig für mich ist immer ganz viel Licht, da ich ja nicht viel Strom verbrauchen möchte, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin. Also mache ich vieles mit LED. Die waren ganz preisgünstig im Angebot. Davon habe ich vier Stück. Und die kann man ankleben oder anschrauben, wie man möchte. Dann habe ich mir die hier noch bei Teddy geholt. Auch ganz niedlich. Machen auch schönes Licht. Davon habe ich auch vier Stück. Auch zum Anschrauben oder zum Kleben. Machen wir das an. Ja, dann habe ich natürlich Werkzeug, was man so braucht. Unter anderem hier, dass ich auch mal mit der Hand verschrauben kann. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wie der Ausbau dann im Großen und Ganzen aussieht, ja, da lasst euch überraschen dann, wenn es wärmer wird. Jetzt ist mir das zu kalt zum Bauen. Ich wünsche auf alle Fälle ein wunderschönes Weihnachtsfest. Alles Gute. Bleibt